Ja, einen wunderschönen Dienstagvormittag hier aus dem Mothergrid Studio. Mein Name ist Markus Wilmsmann und ich bin jetzt verbunden in Österreich mit Jakob Geilhofer von der GTG Event GmbH und mit Daniel Reisenhofer von D2 Stage and Light Creations. Und die beiden haben da zusammen was erdacht auf dem Red Bull Ring in Spielberg, über das wir jetzt reden wollen. Und ich sage erstmal Hallo nach Österreich, hallo Jakob. Hallo. Und hallo Daniel. Daniel, da gab es jetzt kurzfristig Probleme mit der Kamera. Wir müssen leider mit dem grauen Feld Vorlieb nehmen, aber ich nehme an. Alles gut. Hallo Markus. Hören tut uns ja Daniel. Hallo. Ja. Ja, fangen wir doch gleich mal an. Vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor. GTEC aus Österreich, keine ganz so kleine Firma mehr. Ihr habt in den letzten Jahren ganz schön Dampf aufgenommen, wenn ich das richtig sehe, hier aus dem fernen Leipzig. Lieber Jakob. Naja, für deutsche Verhältnisse sind wir wahrscheinlich nicht allzu groß, aber in Österreich sind wir einer der größeren Betriebe, sowohl im Bühnenbau als auch in Live-Technik und haben eine eigene Abteilung dabei, die hauptsächlich dumme Ideen für Konzerne wie Red Bull und so weiter entwickelt und verrückte Ideen auch umsetzt und zur Realität macht. Okay, schöne kurze Beschreibung. Daniel, du bist Inhaber von D2 Stage and Light Creations. Du kümmerst dich um Designs im weitesten Sinne. Ja, genau. Also wir sind zu zweit, mein Kollege und ich. Wir machen eben Designs, Pre-Programming und auch Operating vor Ort und haben seit vielen Jahren eine sehr gute Kooperation mit der Firma GTEC, also mit dem Jakob. Und dürfen bei vielen Events, die er macht, natürlich auch bei anderen Sachen, für ihn und für andere dann Designs, Pre-Programmings, Operating, Visualisierungen anbieten. Okay, gut. Und jetzt stand ein Projekt an auf dem Red Bull Ring in Spielberg, wo vor 2 Wochen nicht ganz der Austrian Grand Prix stattfand. Ihr habt euch um den Styrian Grand Prix gekümmert und da gab es einen speziellen Gimmick, den ihr euch da einfallen habt lassen. Wie kam es denn dazu? Ein Mitarbeiter von der Firma Red Bull ist auf uns zugekommen und meinte, er möchte Tribünen sichtbar machen und Feedback aus dem Publikum, das per Twitter oder per Facebook Kommentare abgibt, in irgendeiner Art sichtbar machen. Zuerst wurde das Ganze wie ein VU-Meter oder sowas in der Art angedacht. Wir haben dann die ersten Visualisierungen gemacht und haben ihnen dann auch vorgeschlagen, dass wir eine LED-Dot-Matrix in groß bauen können, auf der auch Schriften und einfache Logos darstellbar wären. Das hätte eigentlich für beide Grand Prix in Österreich am Red Bull Ring wurden die ersten 2 Formel 1 Grand Prix der Saison ja gefahren, laufen sollen. Ist er von mit der Formel 1 leider nur mehr für den zweiten möglich geworden, wobei in Zeiten von Corona darf man nicht leider sagen, in Zeiten von Corona muss man sagen, zum Glück durften wir es für den zweiten, für den Grand Prix der Steiermark dann realisieren. Okay, wir haben ja auch ein bisschen Videomaterial vorbereitet. Ich würde mal ganz kurz ein Ansichtsvideo abfahren. Da sieht man jetzt praktisch eine Siegesfahne, Zieleinlauffahne, im Wind wehen, das ist nur eins von vielen Beispielen, was man damit machen kann. Und es war dann auch so, dass praktisch das Publikum auch beteiligt werden konnte und per Twitter dann Nachrichten senden konnte, Daniel. Ja, genau. Also das war so, dass die Kollegen von Red Bull neben mir am Front of House saßen und die hatten eine App, die von ganz Twitter die Hashtags ausliest, die wir ja schon die Tage zuvor auch auf unserem Mapping laufen gelassen haben und die von Red Bull sowie der Formel 1 promotet wurden. Und dann war das eben so, dass pro Runde alle Hashtags aufgenommen wurden und der Hashtag, der von den Fans am öftesten gepostet wurde, wurde dann pro Runde eben dann auf unsere Level sozusagen projiziert, gegeben, gemappt. Okay, und wie kam das an? Haben die Leute da auch Gebrauch davon gemacht? Also ich habe dann gewisse Zahlen von Red Bull gesehen, also die waren komplett überwältigt, wie viele da mitgemacht haben. Also da waren wirklich Fanclubs dabei, die sich anscheinend gebettelt haben, alle 71 Runden lang. Also
wir hatten da gut zu tun, um das Ganze zu erfassen, ja. Okay, sehr gut. Lass uns mal über die technische Realisierung sprechen. Was für Material habt ihr verbaut? Scheinwerfer und wie wurde das ganze System dann angesteuert? Das ganze System wurde mit Scheinwerfern der Firma SGM, und zwar P5 und P6, realisiert. Dadurch, dass wir genau 2 Tage Vorlaufzeit hatten, also den Auftrag am Freitag von Liberty Media bestätigt bekamen, als Firma Red Bull jetzt, dass wir das Ganze durchführen dürfen. Und am Montag bereits mit dem Aufbau beginnen mussten, war das Ganze relativ knackig. Insgesamt waren es mit Sperrlampen ein bisschen über 1000 Lampen. Und unser 900 kVA-Aggregat war ziemlich am Ende zwischen. Also es war eine Challenge, das Ganze innerhalb von einem Wochenende zu bauen, zu verkabeln und dann für den Daniel auch zu programmieren. Ja, wo kriegt man jetzt 1000 Lampen her? War das jetzt aufgrund von Corona überhaupt kein Problem, die sich zusammenzumieten? Gab es die bei Ketec vielleicht selber im Lager oder wo kriegt man so eine Anzahl Lampen her? Bei GT gibt es zwei SGM B5, aber nicht in dieser Anzahl und die waren bereits für andere Red Bull-Projekte im Einsatz. Das ist an und für sich was leider, sagen wir jetzt einmal, aufgrund von Corona überhaupt kein Problem. Wir hatten mehrere Angebote für diese Anzahl und haben uns dann für einen Anbieter entschieden, wobei es da in erster Linie gar nicht so auf den Preis ankam, sondern darauf, dass wir mit dieser Dreiheier-Firma schon sehr lange und sehr gut zusammenarbeiten und die wirklich innerhalb von 24 Stunden Abbestellung in Spielberg in der Steiermark hatten. Was gibt es denn zu SGM allgemein noch zu sagen? Ich meine, die waren ein großer Pionier auf ihrem Gebiet, das ist schon ein bisschen her jetzt. Würdest du dich heute auch wieder für SGM entscheiden, Jakob, wenn du wieder vor einer Investitionsentscheidung stündest? Ja, es ist ganz einfach, der Support funktioniert und wir haben Erfahrung mit dieser Lampe. Wir haben gerade bei der Formel 1, wie man im ersten Rennen gesehen hat, sehr viele Superzeitlupenaufnahmen und ich brauche eine Lampe, wo ich auch weiß, dass die mir dann nicht irgendwelche Flickereffekte oder was auch immer macht, sondern wo das auch einigermaßen gut funktioniert und das hat sich wirklich sehr bewährt, muss ich sagen. Sehr gut. Das soll jetzt nicht... Ja. Sprich weiter. Das soll nicht heißen, dass andere Lampen vielleicht schlechter sind oder das nicht können, sondern das ist einfach ein Erfahrungsschatz, auf den wir zurückgegriffen haben und deswegen war die Entscheidung so. Okay, die Entscheidung für SGM. Gut, dann haben wir jetzt über die Lampen gesprochen. Daniel, dann weihe du uns doch mal ein in die Geheimnisse der Ansteuerung. Wie wurden diese 900 SGM P5 und P6 denn jetzt angesteuert? Also wir haben das alles über Grandma-Pulte gemacht. Wir hatten am Front of House eine Grandma 3 Full-Size, als Backup eine Grandma 2 Lite und 2 NPUs und haben das eigentlich über das interne Pixel-Mapping der MA gemacht. Und ich muss sagen, das hat großartig funktioniert. Ja, weder Jakob und ich dachten, dass das verhältnismäßig für die 2 Tage Vorbereitung so gut funktionieren will. Weil wir hatten also am Dienstag den ersten Tesla-Nachmittag und das hat einfach gespielt, muss ich sagen, ohne Probleme. Okay, ich habe hier gerade mal noch ein Video eingeblendet, wo man jetzt diese ganzen, wo man die Scheinwerfer mal nochmal sieht. Gab es denn auch, Daniel, gab es denn auch alternative Ansätze, wie man das auch hätte ansteuern können, die aber verworfen wurden wegen kleinerer irgendwelcher Sachen, die nicht gepasst haben? Gab es da Pläne B? Ja, wir hatten alternative Ansätze natürlich mit vielleicht verschiedenen anderen Medien, Servern und so weiter. Aber nachdem wir tatsächlich noch überhaupt nicht so richtig wussten, was da raufkommen soll, was wir machen sollen, haben wir uns dafür einfach entschieden, dass wir PNGs anfordern von Red Bull oder der Formel 1, die dann direkt in unser Pult importieren und natürlich waren da gewisse Nacharbeiten nötig und ja, und gewisse Sachen sind natürlich aufgrund von 59x16 Pixel jetzt nicht so gegangen, aber man hat für alles eine sehr gute Lösung gefunden und wie gesagt, für uns war es auch das Allerschnellste, weil ich sage, der Kunde ist jetzt nicht so, der sagt, er will was sehen und dann sagt, warte mal eine Stunde. Also das muss schon flott gehen. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie war denn so die Resonanz des Auftraggebers? Was hat der denn gesagt?
Vielleicht Jakob zuerst. Ja, genau, vielleicht der Jakob. Ich mache für Red Bull sehr, sehr viele Projekte, mehrere pro Jahr. Teilweise als Projektleiter für Red Bull, teilweise als Dienstleister, als Firma sozusagen. Ich muss sagen, das Feedback unseres Kunden war sehr, sehr gut und es wird ja auch gerade diskutiert, dieses Konzept jetzt weiterzuführen und noch einmal größer für nächste Veranstaltungen zu verwenden. In dem Fall muss man wirklich sagen, es war, allein wenn man sich die Fotos, die die Formel 1 gepostet hat, auf ihren Instagram-Accounts und so weiter anschaut, wo über eine 500.000 Likes drauf sind, das hat sie ausgezahlt. Es war ein fantastisches Bild und es hat zumindest in einer Kurve ein bisschen vergessen lassen, dass wir statt 200.000 Zuschauer, die wir normalerweise an einem Rennwochenende hatten, überhaupt keine zulassen durften hier. Ja, und das bringt mich dann auch zu meiner letzten Frage. Wie kommt ihr denn jetzt generell, was ist denn eure aktuelle Lage in Zeiten von Corona und denkt ihr, dass mit solchen Aktionen viel wettgemacht werden kann von dem, was jetzt wegfällt? Ne, wettgemacht glaube ich in dem Sinn nicht. Man kann nur schauen, dass man vielleicht in irgendwelche Nischen springt. So, wie gesagt, dieses Projekt wäre ja auch nie zustande gekommen, wenn wir Zuschauer hätten natürlich. Ich glaube, man muss offen sein und man muss das Ohr aufhalten, was vielleicht gewisse Firmen benötigen oder wo man vielleicht irgendeine Aufwertung für ihre Events bringen kann. Es gibt ja Events, wo man sich halt einbauen kann oder unsere Dienste und Leistungen zur Verfügung zu stellen. Okay. Jakob, was ist so dein Resümee zur aktuellen Situation? Im ersten Teil von Daniel Reistenhofer kann ich nur absolut zustimmen. Es ist absolut kein Ersatz für eine normale Saison. Wir haben tiefst siebenstellige Verluste heuer an Aufträgen und es wird sich in der Branche sicher ein großer Wandel und ein großes Umdenken einstellen. Es wird in den nächsten Jahren nicht mehr so einfach sein, dass jeder alle Wünsche hat. Wir werden anders kalkulieren müssen, um unsere Lautsprecherlampen oder was auch immer wirklich zu finanzieren und auf Dauer wieder ein funktionierendes Businessmodell aufzubauen. Umgekehrterweise zeigt gerade Red Bull in dieser Phase eine unglaubliche Loyalität und einen unglaublichen Innovativitätsdrang, wo doch sehr viele neue Ideen, und es kommt ja mehr als nur das jetzt, überhaupt erst einmal möglich gemacht werden. Die Idee, die wir da hier durchgemacht haben, ist ja jetzt nichts irgendwie Revolutionäres, ich meine, ein paar Lampen im Viereck aufzustellen und damit der Buchstaben und die über. Es muss aber irgendwann mal die Zeit sein, dass ein Kunde, ja, ich will sowas, ja, ich bezahle. So, ich muss jetzt hier leider reingehen. Jakob, es tut mir leid, die Leitung ist ziemlich schlecht und ja, tut mir leid, da war jetzt nichts mehr zu verstehen. Aber wir haben auch gehört, dass Red Bull sich als sehr innovativer und vor allem auch dann doch mitsorgender Auftraggeber entpuppt. So, hier, probieren wir es nochmal. Jakob, ich will dir die Chance geben, nochmal, ich unterbreche die Leute gerne mitten im Wort, bitte, nochmal, probieren wir es nochmal. Hörst du mich wieder? Es ist wieder gut jetzt, ja. Es ist wieder gut. Ja, das muss man ganz offen sagen. Es gibt sehr wenige Veranstalter, die sich in dieser Phase trauen, überhaupt etwas zu machen. Und da gehört Red Bull definitiv dazu. Das muss man ihnen ganz hoch anrechnen. Und auch die Chance, dass man was Innovatives durchsetzt und vielleicht selber mal ein paar Ideen einbringt, wie man dennoch Publicity-Events oder wie auch immer durchführen kann, wird da hier halt sehr groß geschrieben. Okay. Daniel, hast du noch was dazu zu sagen? Ja, ich kann nur von der Frage noch vorher kurz sagen, dass ich heute noch E-Mails bekommen habe von Red Bull selber und die sich bis jetzt noch bedanken. Wie Jakob sagt, ein sehr loyaler Kunde und die lassen einen noch ein bisschen arbeiten, sagen wir so. Und wir hoffen ja, es ist ja was in der Pipeline, dass wir noch mit anderen Sachen auch bei denen mitarbeiten dürfen. Wunderbar. Das finde ich ja sehr gut, dass es eigentlich bei jedem Livestream hier gelingt, am Ende
auch noch eine positive Botschaft zu verbreiten. Also man sieht am Beispiel des Red Bull Rings und auch des Auftraggebers Red Bull, es gibt also auch Auftraggeber, die ein bisschen mitdenken und sich um ihre Auftragnehmer Gedanken machen. Gut, dann sind wir schon wieder am Ende dieses kleinen Livestreams am Dienstagvormittag. Ich möchte nochmal mich ganz herzlich bedanken bei Jakob Geilhofer, links im Bild von der GTEC Event GmbH, und Daniel Reistenhofer, rechts nicht im Bild, von D2 Stage Light and Creations. Und die beiden haben am Red Bull Ring in Spielberg zum steirischen Grand Prix, der am Wochenende stattgefunden hat, eine wunderschöne Matrix aus über 900 Lampen P5 und P6 von SGM erbaut, und darüber haben wir uns unterhalten. Ich sage vielen Dank für das Gespräch an Jakob und Daniel und an euch fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir können ja nochmal aussteigen mit so ein paar kleinen Impressionen von dem vom Rennplatz. So, genau. Hier sieht man nochmal, sehr schön, das sind jetzt hier in der Mehrzahl P6. Waren aber auch P5 am Start. So, haben wir denn hier noch ein anderes Bild? Genau, das ist eine Nebelansicht. Und so sieht dann eine Siegerfahne aus. Gut. Dann vielen Dank an euch da draußen, an den internetfähigen Empfangsgeräten fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal.